Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Und das machen wir wie immer mit Thorsten Helbig. Ich freue mich, dass er heute Morgen hier mit uns die Veranstaltung macht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Hier sind ja viele bekannte Namen dabei. Guten Morgen, Andreas aus Potsdam und Twitch ist auch dabei. Sehr schön. Also, bevor wir anfangen, wie immer, ja, benimm dich. Und was wollte ich sagen? Risikohinweis. Ganz wichtig. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann, lieber Thorsten, ich war heute ein bisschen spät dran, deswegen starten wir jetzt direkt mit dir. Du kriegst den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß, aber ich bin wie immer im Hintergrund. So, guten Morgen, der Thorsten ist schon da, mein lieber Andreas. Ne? Wartet hier schon seit Stunden. Hat eine Weile gebraucht, um seine technischen Probleme nach Ratingen zu schieben, damit er mal nicht schuld ist. Ist ja auch geglückt. Guten Morgen in die Runde. Da steht heute Dauer 60 Minuten. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Weil die Märkte sind ja, ich will ja nicht sagen schwierig, sondern sie sind nach Standardregeln, die ja schon seit Wochen eigentlich außer Kraft gesetzt sind, Markttechnik etc., eher schwierig zu handeln. Kann man sich hier gleich einmal angucken. Wenn die reine Markttechnik in Zeiteinheiten, die ja teilweise ganz gut funktioniert, funktioniert dann wieder bestimmte Zeiten einfach überhaupt nicht. Unter Markttechnik verstehe ich so den klassischen Handel Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 3. Immer so diese Auflistung. Und in der Regel eine Korrektur von einem Punkt 2 zu einem Punkt 3. Nehmen wir mal dieses Stück hier, von da nach da, wird in der Regel um 50 oder 61,8 auskorrigiert. Den Stefan, guten Morgen. Den Stefan haben sie auch wieder aus dem Wasser gezogen, wahrscheinlich. Ich habe gestern Abend noch geguckt auf NTV oder so, ob sie irgendwo einen Bericht bringen, wie einer mit dem Rettungsring irgendwo am Teichrand steht und da versucht, den Stefan rauszufischen, aber er hat es anscheinend alleine gepackt. Er hat gestern Abend noch gesagt, er taucht ab. Ich will doch nicht petzen. So, das heißt, in der Regel bin ich. Nehmen wir mal diese Bewegung hier, geht man ja davon aus, so ein Klassiker von da nach da, dann ein 9,2, dann wieder ein 9,3 und der bewegt sich in der Regel im 50 oder 61,8er Level. So wie man das hier praktisch sieht, Bewegung, Korrektur, diese Hochs zusammenfassen, Bewegung. Korrektur ist von dieser bis da knappe 50%, so über den Daumen. Dann nochmal runter, hoch, maximal bis zur 76,4 und dann haben wir einen Trendbruch im M5. Hier, das ist die letzte Abwärtsbewegung. Das hier ist die letzte Abwärtsbewegung und damit haben wir hier das letzte Hoch. Aber bevor ich darauf eingehe, kurzer Rückblick für unsere Jungs und Mädels, was hier gestern passiert ist. Dazu muss ich die einblenden. Wir haben gestern anvisiert, dass wir ab da hier hoch wollten bis in diesen Bereich. Diesen Bereich haben wir uns aus dem H1 geholt. Da, diesen Bereich rein, runter,
nochmal eventuell nachlaufendes Hoch und dann wollten wir für das Tagesziel diese Strecke von der ungefähr von der 2024 runter hier bis knapp über diesen Zielbereich. Den Gefallen hat er uns gestern erst nicht getan, ist einfach stur nach unten marschiert hier ab 9 Uhr, gestern früh pünktlich um 9 fing er an hier zu fallen. Es sieht wilder aus als es ist, das sind mal gerade 25 Punkte hier von da bis hier runter, so viel ist es nicht, 25. Nach unserem Regelwerk habe ich gestern hier null Chance gesehen. Dann okay, das Monatsergebnis wollen wir uns jetzt nicht versauen. Wir haben unser Setup, wir wollen ab hier short. Wenn wir sagen ab hier short, arbeite ich in solchen Fällen gerne mit Limits. Diese Nummer haben wir gestern früh um 9 Uhr festgelegt. Dann kam gestern Abend FOMC-Protokoll. Da, pünktlich 20 Uhr. Was ich damit sagen will, dass die Marken, die bei den News angelaufen werden, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, jedenfalls bei uns in der Gruppe, dass die Marken, die angelaufen werden, in der Regel vor den News schon lange feststehen. Diese Marken, diese Bereiche werden nicht durch die News gemacht, sondern die News prügeln den Kurs dann dahin, wo die Marken oder wo die Order liegen. Das war gestern Abend hier so ein klassisches Beispiel. Da hatten wir unseren Entry, unseren Short-Entry-Bereich festgelegt. Gestern Abend zu den News einmal rein, direkt runter. Das schauen wir uns in 1 Minute an. Da müssen wir ein bisschen zusammenkrümeln hier. So, gucken, ob wir das beides drauf kriegen. Ja. Da war unser Entry-Bereich festgelegt. Dann kam die News einmal hoch, kam von hier unten, dann einmal hoch. Und wieder zurück. Dann hat der Dampf nicht gereicht und ich bin glücklicherweise hier mit 6 Pips nachher ausgestiegen. Der Dampf hätte hier viel mehr Druck nach unten ausüben müssen. Da nach diesem Docht hier, nachdem er den Zielbereich hier wieder zurückerobert hatte, hätte er viel mehr Druck nach unten ausüben müssen und weiter nach unten zu laufen. Aber die Strecke, die wir uns gestern Morgen rausgeholt haben, bis da hoch in diesem Bereich und dann hier runter knapp da über diesem Zielbereich enden, die hat hier andersrum, sag ich mal, erst das Tief und dann das Hoch funktioniert. Da er das gemacht hat, mussten wir hier die Position rausschmeißen. Das war der Grund, warum ich die Position mit 6 Pips rausgeschmissen habe. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht so durcheinander erklärt. Manchmal habe ich das Habeck-Syndrom, dann weiß ich nicht so richtig, wie ich das darstellen soll. Und die Bilder fehlen mir. Der nächste Punkt ist, dass wir hier das letzte Hoch hatten, hier bei der 8.13 in diesem Bereich, das letzte Hoch von diesem Abwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, das Tief hier zähle ich nicht, hoch und dann hier ein massives Tief. Bewegung, Korrektur. Bewegung, Korrektur. Bewegung, Korrektur. Dann macht er ein neues Hoch, bricht dieses Hoch und macht danach wieder ein neues Tief. Nimmt dieses Tief, nimmt erst dieses Hoch raus und nimmt dann dieses Tief raus. Um dann knapp unter diesem Hoch wieder zu bremsen und dann dieses Tief ganz knapp rauszunehmen. Danach wieder ein neues Hoch. Und dann versucht er gestern Nacht hier nachher einen kleinen Trend aufzubauen. Aber auch diese Geschichte, Bewegung, Korrektur. Die Bewegung ist genauso lang wie die darauf folgende Korrektur. Was ich damit sagen will, ist, dass die reine Markttechnik im Moment
in solchen Phasen in der Regel sehr schwierig funktioniert. Was gestern funktioniert hätte, 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 Fahrradkette und jetzt auch noch Gültigkeit hat, hier in diesem Bereich ist dieser Kanal. Wir nehmen alles andere mal raus. Da. Dieser Kanal. Unterkante, Oberkante, Unterkante, Oberkante. Und jetzt frisst er sich hier an der Oberkante lang. Dieses Muster kann man drinne lassen. In Fibo nehme ich mal raus. Diese Geschichte von gestern können wir auch rausnehmen. Brauchen wir alles nicht mehr. Ist alles Geschichte. Wir haben 7:59 Uhr. Das kann auch raus. So. 7:59 Uhr. Und wir sind knapp über diesem Zielbereich. Wenn wir jetzt diese Nummer hier nach unten kaputt machen wollen, dann brauchen wir jetzt einen Schlusskurs 5 nach 8, idealerweise unter der 8,37, da wo er jetzt ist. Ein Schlusskurs unterhalb von diesem Zielbereich. Dann würde ich am heutigen Tag für unser Tagesziel, würde ich zusehen, hier das Tagesziel zu erreichen. Die 8 Uhr Kerze lassen wir erstmal durchlaufen. Wir sehen die Kanalkante, hier die Unterkante. Die Kanalkante scheint zu funktionieren. Auf jeden Fall bremst sie nach oben genug. Der hangelt sich hier so richtig schön da lang. Man kann gucken, ob man hier sogar das Dreieck zeichnet, aber das ist schon sehr weit fortgeschritten und Dreiecke in dieser Form, die sind in der Regel genauso schwierig, weil wir dem Appendix hier der Spitze schon sehr nahe kommen. Heißt, wenn wir uns jetzt hier eine Shortnummer suchen, hier in diesem Bereich, dann sollten wir auf jeden Fall diese Unterkante hier benutzen, um, da sind wir schon bei der 33, um an der Unterkante dann hier den Stop-Break-Even zu ziehen. Das heißt, wir warten müssen in diesem Fall nicht warten, bis wir an dem Zielbereich unten sind, sondern solche Linien können helfen für die Stop-Break-Even. Für die Stop-Greifung oder für die Stop-Steuerung von unten nach oben. Werfen wir vorher, derzeit wo er hier rumturnt, werfen wir mal einen Blick auf den H1. Wir bewegen uns hier innerhalb von diesem Fibo. Wir sind außerhalb von dem Kanal, den wir gestern hier gezeichnet haben. Diese Nummern hier können alle weg, die sind Geschichte. Die Pfeile hier auch. So. Die stören jetzt nur diese Muster hier. Bewegung A, Bewegung C. Das hier war schon vorgestern auch auskorrigiert. Und zwar genau diesen Bereich. Ich mache das jetzt nur grob. Ich will das ja als Vorlage haben. Da. Bewegung A, Bewegung C ist eine ganze Ecke länger als A. Und wenn wir die jetzt auskorrigiert haben, von diesem hoch, da hat das
ist sogar die Korrektur schwächer ausgefallen als die Korrektur von A zu C ist die hier. C ist länger als A. Da C länger ist als A, hätte die Korrektur hier auch tiefer ausfallen sollen. Da die Korrektur schwächer ausfällt, kann man sogar davon ausgehen, dass D Bewegung E noch länger wird als C. C werde ich jetzt einmal in Blau hier drüber legen. So. Ist das noch verständlich oder bringe ich euch jetzt durcheinander? Wir hatten gestern gesagt, dass wir sogar im Maximum nach einer Korrektur im Maximum hochlaufen können bis hier in diesem Bereich 1,0875. Haben wir gestern früh nach, wenn diese dritte Bewegung kommt. Jetzt müssen wir so sagen, wir können bis zur 1,09 hochlaufen und wir laufen hier oben an das alte Tief. Ja, an das alte Hoch. Da kann ich nicht mal Hoch-Tief unterscheiden hier. Hallo? Ach, das ist ein Fibo. So. Das war das Ziel von gestern. Und das können wir jetzt sogar erweitern bis da hoch. Diese Geschichte hier schließt natürlich die Short Setups aus. Wie wir jetzt gerade sehen, gibt er auch ein bisschen Gas. Der ist noch vier Punkte über das Hoch geschossen. Demnach fällt diese Geschichte hier aus. Da, wir haben keinen Schlusskurs unter unserem Zielbereich und damit wartet oben als nächste Nummer eventuell die 10896. Und das heißt für uns heute was? Richtig, long nach Euro pro. Dafür brauchen wir aber Setups nach Euro pro. Euro. Dafür brauchen wir Setups nach Euro pro und diese Setups lauten hier solche Muster so wie hier, dass wir im M1 eine kräftige Korrektur kriegen. Handel long nur aus der Korrektur. Ja. Weil, das wenn wir jetzt versucht hätten, diesen Ausbruch hier zu haben, wir haben von 37 bis zu 46 sind 9 Punkte. 37 wäre der Ausbruch, da ist die nächste Nummer, wo wir hätten eventuell aussteigen müssten. Da. Müssten aber mit dem Stop Minimum hier unten drunter. Das heißt, das CRV ist miserabel. Hier jetzt einfach reinspringen, jetzt reinspringen, ist genauso ein Quatsch, sondern die Geduld ist gefragt. Wenn wir die nicht haben,
Stefan hat es gerade geschrieben, das ist einer meiner größten Fehler. Da haben dieses Problem haben viele, einige, da denken, oh, jetzt fängt er an zu laufen und dann springen sie jetzt long rein. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass der jetzt von alleine bis hochzieht, von mir aus sogar durchzieht bis an die 1.08.96, wie die wir uns ja gerade als Ziel geholt haben. Okay, dann verpassen wir die langen Punkte, dann ärgern wir uns ein bisschen, aber dann haben wir in dem Bereich 96 oben noch einen hervorragenden Punkt, wo alle anderen aussteigen werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit viele aussteigen werden. Das wird eine Gegenbewegung verursachen und dann nutzen wir eben die. Das hier macht jetzt in dem Fall im Moment wenig Sinn. Oder hat jemand von euch eine andere Idee? Haut raus hier. Ich muss das mal eben kurz knipsen für unsere Jungs, die nicht dabei sind. Zack. Da muss es rein. Dann haben die Jungs auch eine Anleitung. Habt ihr gesehen, wie wichtig es ist, hier zu warten, ob wir einen Schlusskurs hier unter der 37 kriegen oder nicht? Weil wir sehen, wenn man nicht drauf wartet, kriegt man direkt eine geknackt. Man sollte wenigstens, das können wir uns jetzt mal angucken, wenigstens warten, bis wir im, na komm, bis wir im M1 einen Schlusskurs darunter haben, wenn man feinfühlig ist, das tue ich nämlich gerne. Wenn wir diesen Schlusskurs nicht kriegen darunter, und den haben wir hier nicht, wir sind hier raus, immer zurück und immer darauf rumgetanzt hier. Kein Schlusskurs unter diesem Zielbereich und deswegen ist hier nach Zielbereich auch noch nicht zu shorten. Das ist einfach verfrüht. So, wenn wir jetzt, ab jetzt, ich nehme mal alles raus, was ich hier drinnen gezeichnet habe. Jetzt sind wir hier oben an der 45 an dem Zielbereich angekommen. Und jetzt können wir drüber nachdenken, ob vielleicht das hier funktioniert. Das könnt ihr gerne mitzeichnen. So, und dann und ab da kann man dann das Long Setup mitnehmen. Ja. Und den auch noch. Dann machen wir sogar blau, weil es long ist. Möglich ist. Long Setup nach Europro. So. In diesem Bereich muss der SL dann unter die 36. SL dann unter 108. 36. Und
BE ab 10846. Fragen dazu? Euro, US-Dollar, M1. Okay, wenn wir diese Muster nicht kriegen, dann entspricht das in keiner Form unserem Regelwerk. Und dann heißt es einfach warten. Warten, warten, warten. Dieses sinnlose Reinspringen, was ja jetzt, ich will ja nicht sagen, dass es verboten ist oder wie man das auch nennen will. Und wenn jetzt hier jemand sagt, ich bin oft so ungeduldig, ich springe dann hinterher und das muss ich sein lassen. Und ja, ist ja immer schön, wenn man sich das vornimmt. Das sollte man auch sein lassen. Das ist vollkommen richtig. Aber ich kann euch beruhigen, man wird es nie sein lassen. Egal. Egal wie qualifiziert ihr seid, egal wie viele Bücher ihr gelesen habt, egal wie oft ihr das trainiert habt, wie oft ihr das probiert habt, es wird euch immer, immer wieder reizen, euer Regelwerk kurz über den Haufen zu schmeißen, sagen, ach scheiße, jetzt rennt der doch, da will ich jetzt doch. Das wird euch nie verlassen und jeder Händler, der auch schon seit Jahren am Markt sind. Ich kenne ein paar, die schon seit 20 Jahren oder so am Markt sind wie wir, wird euch genau das auch bestätigen. Es wird euch nie verlassen. Aber man lernt im Laufe der Jahre damit umzugehen und sowas dann auch mal wegzustecken und zu sagen, okay, mein Regelwerk hat jetzt nicht funktioniert, jetzt muss ich Abstand nehmen dazu und muss mir den Kopf einfach mal neu sortieren. Danke. Das kann nicht sein. Der Kaffee kommt von rechts. Ich glaube, der muss morgen andersrum kommen. Der muss von links kommen. Sonst demonstrieren die Nachbarn noch dagegen hier. Also, verzweifelt nicht daran, wenn ihr den Fehler immer wieder macht, so wie Stefan jetzt. Vielleicht, ja, das wird teuer, klar. Aber wenn irgendwas teuer ist, dann lernt man ja draus, ne? Wenn wir heute losgehen und kaufen ein Stück Butter für 3,59 € und kommen am nächsten Markt vorbei und sehen, scheiße, da war die im Angebot für 1,39 €, dann, okay, deswegen rennen wir ja nicht zurück, bringen die Butter wieder zurück, weil die wird man uns nicht wieder abnehmen. Aber wir werden daraus lernen, dass wir das nächste Mal vielleicht erst bei ein, zwei anderen Märkten gucken, ob es die Butter da nicht vielleicht für 1,39 € gibt, bevor ich sie für 3,59 € kaufe. Deswegen kann es trotzdem passieren, wenn wir in zwei Märkten diese Butter nicht für 1,39 € finden, sondern sie überall 3,59 € kostet, dass wir sie trotzdem für 3,59 € kaufen und danach wieder sehen, dass sie im fünften oder im sechsten Markt 1,39 € gekostet hätte. Das heißt, wir müssen einfach nur lernen, damit umzugehen und dann vielleicht sagen, okay, esse ich weniger Butter. Ist eh ungesund. Also, das ist hier genau das Gleiche. Man wird diese Fehler wiederholen. Man wird sie sein Leben lang wiederholen. Man muss sie nur aufarbeiten und gucken, was haben wir falsch gemacht. Andersrum muss man aber auch gucken, was haben wir richtig gemacht. So wie unsere Geschichte gestern.
Hier gestern Abend, hier unsere Short Limit gegriffen, hier runter. Hier ging dieses Gaia dann los im 1 Minuten. Also kein Dampf mehr drin und dann habe ich diese Geschichte mit 6 Pips rausgenommen. In dem Fall war die Entscheidung richtig. Hätte der gestern hier ein bisschen rumgeeiert und wäre dann nach unten weggeknallt, hätte der eine oder andere gesagt, scheiße, hätte ich es bloß drinnen gelassen. Dann wäre es falsch gewesen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. War es falsch, die 6 Pips hier mitzunehmen? Was sagt ihr? Ohne jetzt auf den Chart zu gucken. Also ohne jetzt die Folge zu sehen, dass wir hier bei der 10813 waren, sind jetzt bei 10848. War es falsch, hier unten 6 Pips mitzunehmen? Wenn hier, ich habe davon nicht so viel, aber wenn hier so ein scheiß Gefühl entsteht, dann soll man einfach, einfach die Reißleine ziehen und einfach sagen, okay, jetzt nehme ich erstmal was mit, weil selbst wenn der nach unten wegläuft, dann kommt er in der Regel ja auch nochmal zurück und gibt mir dann die Korrektur und dann kann ich hier immer noch in diesem Bereich, nehmen wir mal hier dieses Geier. So, dann sind wir hier irgendwo in diesem Bereich, sind wir mit 6 Punkten raus. Bin bei der 22 rein und bei der, oder bei der 21 und bei der 15 raus. So, und jetzt zieht der hier nach unten weg. Hier sind wir ausgestiegen. Hier, irgendwo. Dann lass ihn nach unten wegziehen, weil der kommt schon noch irgendwann wieder zurück, weil diese ganze Bewegung hier, die er dann gemacht hat, egal wie lang die ist, diese ganze Bewegung, die muss er, soll er ja nochmal auskorrigieren. Hier unten haben wir die nächsten Anlaufpunkte. Lass ihn hier unten diese Stops noch holen. Wenn er dann zurückläuft, sind wir hier immer noch im 50er FIBO-Bereich, dann lasst ihn verdammt nochmal fallen, dann kommt er eben zurück und dann kann man sich hier die nächste Short-Position holen, auch wenn man 2, 3 Punkte schlechter reinkommt. Aber man nimmt dafür etwas oder man bekommt dafür etwas mehr Sicherheit. Man nimmt etwas Risiko raus und man kann dann genau die nächste Rutsche von da oben nach unten eventuell komplett mitnehmen. Weil auch News werden in der Regel wieder zurückgekauft. Verstanden, was ich damit sagen möchte? Und nur mal so am Rande, Zielbereich, ne? Zielbereich bei 10849,3 und das High bei 10849,3. Hier unten 10837,4 und das Low bei 37,0. Das heißt, er hat diesen Zielbereich nur um 0,4 durchschlagen, um dann nach oben wegzuziehen und hier am Zielbereich direkt anzustoßen. Wir haben so ein paar Jungs dazwischen, die ja dann sagen, ja, wenn Thorsten sagt, er geht da oben short, dann gehe ich bis dahin schon mal long. So, die, die das tun, die die Eier in der Hose haben, das, was ich hier gezeichnet habe, hat er hier schon gemacht. Aber hier sieht man, wie die Zielbereiche funktionieren, wie sauber die angelaufen werden. Das heißt, wer Euro pro hat, sollte immer darauf achten. Diese Zielbereiche heißen ja nicht umsonst irgendwie FIBO-Level oder Einstiegsmarken oder Exit-Marken oder Pivot-Punkte, sondern die heißen Zielbereiche, weil es Marken sind, wo der Markt reagieren wird, wo verschiedene Händler ihre Ziele haben. Die, die hier gelongt haben, hier diesen Bruch da oben drüber, die haben das hier als Ziel. Deswegen heißen die auch Zielbereiche und man kann sauber sehen, wie schön die in der Regel funktionieren. Wie sauber die
berücksichtigt werden vom Markt. Aber das Muster, was wir jetzt hier eingezeichnet haben, könnte natürlich jetzt auftauchen. Dieses rote Muster hier. Achso, ich gehe mal zurück in den M1. Dieses Muster hier kann natürlich jetzt auftauchen. Bewegung, schieben wir das mal, es kann jetzt passieren. Nur, dass die Bewegung länger sein sollten. Mal gucken, ob er das jetzt hinpackt hier. Ja. Und dann noch ein nach unten. Den machen wir auch noch rot. Da. Und dann nach oben weg. So. Dann haben wir halt ein neues Muster. Ich hatte gehofft, er macht es schon ab hier. Macht er eben anscheinend ab dem nächsten. Schauen wir mal. Auch das müssen wir knipsen. Für unsere Jungs und Mädels. Ja. Neuer Plan. Wenn sich jemand fragt, was das hier ist, das ist unsere Kommunikationsplattform, wo wir unsere Positionen begleiten. Auf Slack begleiten wir alle Positionen. Wir Admins begleiten dort unsere Positionen, die wir handeln, unsere Setups veröffentlichen, die dort begleiten, die dort mit Stopführung und allem drum und dran. Und diese Plattform ist den Jungs gegönnt, vorbehalten, können diese in vollem Umfang nutzen, wenn sie eine Goldmitgliedschaft bei uns haben und ein aktives Konto bei Nelson, seinem Chef, führen. Oder bei dem Team um Nelson ringsrum. Ich weiß nicht, vielleicht ist Nelson ja schon Chef. Kann ich ja nicht wissen. Weiß er selber nicht, ich muss erstmal nachgucken. Ja, ich guck mal, was hier in meiner Beschreibung steht. Ja. Okay. Den Euro soweit durch. Ansonsten müssen wir warten, bis wir oben sind. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Wir brauchen hier jetzt eine Korrektur im M1 nach Euro Pro. So, gucken wir uns diesen Kumpel an hier. Neues Allzeithoch. Hier kamen gestern Nacht die Zahlen von Nvidia, so wie es aussieht. Einmal runtergeprügelt, nochmal an die Tiefs von gestern Abend, oh, von gestern Nachmittag, hier einmal ganz kurz runtergeprügelt und dann direkt hochgezogen zu einem neuen Allzeithoch. Alles andere als schön, aber wir sind gestern bei der 1,45, sind wir gestern Nachmittag rausgeflogen über diesem Hoch hier, das war das Zwischenhoch, was wir hatten im M5. Da über diesem Hoch hatten wir unsere Stops dann gelegt und das hat uns gestern etwas Geld gekostet, gestern Abend. Aber wenn ich mir jetzt das hier angucke, bin ich froh, dass wir aus der Nummer raus waren und zu diesem Zeitpunkt. Was passiert hier jetzt? Schöne Frage.
Nächste Frage, weil im Moment ist hier alles, was wir hier gezeichnet hatten, über den Haufen geschmissen. Alles. Wir hatten, ich gehe dazu mal in den M15, dann kann man das besser sehen. Wir hatten hier einen wunderschönen Anflug von einer Schulter-Kopf-Schulter in diesem Bereich. Ich mache mal ein bisschen blasser. Da in diesem Bereich gehe ich wieder in den M5, dann finden wir es auch wieder da. Nachdem wir letzte Woche Freitag dieses neue ATH gemacht haben hier und direkt abverkauft wurden, Trendwechsel, Trendbruch in allen Zeiteinheiten bis hin zum H1, sollte diese SKS hier greifen. Und wir haben gesagt, die greift, die hat so lange Gültigkeit, bis wir ein neues Hoch bekommen über dem Allzeithoch. Haarig wird es ab, wenn diese Schulter hier überboten wird. Da haben wir die erste Schulter. Dort haben wir den ersten Nacken. Dort haben wir den Kopf. Dort haben wir den zweiten Nacken. Und dort haben wir die zweite Schulter. Diese Nummer war sehr schön optisch nach Regelwerk, die Nackenlinie nicht zu stark fallen, der rechte Nacken tiefer als der linke, die rechte Schulter tiefer als die linke. Bis hierhin alles perfekt nach Regelwerk und völlig in Ordnung. Was er nicht gepackt hat, ist diese Nackenlinie zu durchschlagen. Und gestern, da dieses Muster war unser Plan und deswegen auch gestern Abend dann die Stops über die 1,45 und damit wurde dieses Muster gestern hier auch komplett zunichte gemacht. Diesen Ausflug hier gestern Mittag, den habe ich noch, ich sag mal, den konnte man noch tolerieren, da direkt wieder abverkauft wurde. Und wir wieder unter die Schulter gerutscht sind hier und sogar im Tief gelandet sind bei der 17.090, also weit unter der Schulter. Diese Zahlen hier, ich glaube, das waren die Zahlen von Nvidia gestern Nacht, die haben jetzt erstmal alles über den Haufen geschmissen und hier ist für mich Seitenlinie angesagt. Wir bewegen uns in einem Gebiet, im Nirvana, oben hin, keine Ahnung, da gibt es vielleicht verschiedene Setups, die da irgendwelche Formationen auflösen könnten. So ein Top oder so sind aber Sachen, die wir oder die ich nicht handle, weil ich sie nicht verstehe. Und wenn ich sie nicht verstehe, dann handle ich sie nicht. So, diese Formation zum Beispiel, die hier jetzt ganz einfach auch den Anschein hat, als wenn sie funktionieren könnte. Demnach haben wir, ups. Hier ein Anlaufen. Na komm. So, bin ich zu blöd hier oder was? Hier ein Anlaufen. Da ein Anlaufen. So, und dann hier unten. Nochmal den Anlauf. 1, 2, 3, 4.
Wenn wir jetzt hier oben den Punkt 5 sogar noch kriegen, dann muss ich entscheiden, bricht er nach oben aus oder wird er nach unten wieder abgewiesen. Keine Ahnung, die Regelwerke sind mir so in der Form nicht geläufig und deswegen ist es besser, wenn ich da die Finger davon lasse. Und wir konzentrieren uns einfach hier auf den Kumpel. Der wird jetzt hier noch eine Weile mit dem Zielbereich kämpfen und dann hoffentlich uns diesen Rücklauf geben. Aber ich bin keiner, der jetzt irgendwelche Regelwerke herbeizaubert und erzwingt, um jetzt partout hier eine Position handeln zu können, sondern die Kunst an der Börse ist es auch mal, die Finger still zu halten. Und das ist in diesem Fall, so wie hier, dringend, dringendst notwendig. Empfehlung von meiner Seite, schaut lieber derzeit mal bei uns in den YouTube-Kanal, schaut euch ein paar Videos an, trainiert lieber eure Pläne zu machen, Tagespläne zu machen, um gewappnet zu sein für den nächsten Anlauf oder für den nächsten Tag, als hier sinnlos da drinnen rumzustochern. Viel wichtiger ist es dann, dass was man vorher vielleicht hätte anders machen können oder falsch gemacht hat, seiner Meinung nach vielleicht falsch gemacht hat, analysiert, aufschreibt und daraus lernt und sich das verinnerlicht, anstatt hier hoch, runter, hoch, runter, hier 20 Euro weg, da 50 Euro weg, da 20 Euro weg, da 50 Euro weg, ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und da wir keine großen Setups haben, meine Empfehlung, wir verkrümeln uns, auch wenn das Wetter draußen scheiße ist. Aber ich werde jetzt in Ruhe frühstücken gehen und dann unser Wohnmobil packen. Unsere Enkel haben Geburtstag morgen oder unser Enkel hat Geburtstag morgen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Damit will ich mich heute mal ein paar Minuten früher verabschieden als sonst. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen und hören uns wohl wieder in 14 Tagen, wenn ich das richtig sehe, oder? Zumindest ja. Stand jetzt, ja. Okay. Ja, wenn ihr was ändern wollt oder möchtet, dann musst du das sagen. Ich bin am Start. Wie immer. Alles klar. Okay. Dann machen wir doch nächste Woche. Okay. Ja, dann sehen wir uns hier in der Runde in einer Woche wieder. Falls jemand Interesse hat, bei unserem illustren Haufen mitzumischen, einfach eine Mail an mich schicken. Mailadresse findet ihr überall. Ansonsten kriegt ihr die auch bei Nelson. Und dann, oder vereinbart einfach über unsere Homepage einen Gesprächstermin. Dann können wir uns einfach eine Viertel oder eine halbe Stunde unterhalten, was eure Ziele sind. Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr erreichen hier im Markt? Wie weit können wir eventuell zusammen was tun? Oder wir sehen uns dann nächste Woche wieder und gucken dann, ob wir ein Stück gemeinsam gehen. In diesem Sinne, sei erstmal tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Dankeschön, Thorsten. Viel Spaß morgen und allen natürlich auch viel Erfolg. Danke für das Interesse und ja, bis nächste Woche. Passt auf eure Positionen auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.